damit ich meine Käsepommes habe. Das sieht auch cool aus, das Outfit. Oh mein Gott. Jo. Ich brauche nur noch eine Unterschrift. Das Schlimmste ist, warum brauche ich immer drei Spieler? Ich brauche nur einen. Das fühlt sich auch geil aus. Jo. Was tut das da? Wo muss ich hin? Ah ja, da muss ich hin. Zur Regenfängerin muss ich dann die andere Richtung laufen. Was war mir unten? Ne? Das dauert noch Ewigkeiten, bis wir hier sind. Da. Ringfangerinne. Irgendwo hier. Da. Jo, war's das? Ja. Ich kann auch direkt wieder zurück.
Muss ich doch mal gucken. In die Richtung. Und dann Richtung Baumstamm. Das weiß ich auch noch. Willkommen zurück. Wie an dem Leuchten des Badenkristalls unschwer zu erkennen ist, hat er dir neue Einsichten gewährt. Das ist ein guter Anfang, aber du musst doch viel erleben, um weiter Fortschritte zu machen. Komm wieder zu mir, wenn du für die nächste Erfahrung bereit bist. Okay. Warum sind hier eigentlich so viele... Na egal. Hymne der Krieger. In 5 Minuten gehe ich einfach nochmal kurz hoch. Schön, dass du dich mal wieder blicken lässt, Adaria. Man sieht ja sofort an, dass du dich stark weiterentwickelt hast. Das erfreut meinen alten Geist. Soll ich dir mehr über Baden erzählen? Über ihr Wirken im Krieg? Über ihrem Wirken im Krieg weißt du bereits Bescheid. Was gibt dir noch die Baden, die in den Städten für das gemeine Volk singen? Sie bringen Farbe in den tristen Alltag und sind daher sehr beliebt. Kannst du dir vorstellen, dass diese Spielleute ebenfalls Erben der Bogenschützen sind? In Friedenszeiten tauschten die aus dem Krieg heimgekehrten Bogenschützen ihre Bögen gegen Hafen und sangen von den Schrecken des Krieges, auf diese Weise ihrer im Kampf gefallenen Kameraden zu gedenken. Ihre Lieder rührten die Zuhörer und fanden großen Anklang. Schon bald sangen sie nicht mehr nur an Straßenecken, sondern wurden zu Festen und offiziellen Anlässen eingeladen. Leider verdarb der Ruhm mit der Zeit ihren Charakter, weil sie ihrem Publikum immer mehr zu gefallen suchten. Daher sangen sie immer seltener über ihre gefallenen Kameraden und dichteten stattdessen leicht verdauliche Sagengeschichten. Dadurch verkamen die Lieder der Baden zu bloßer Unterhaltung, ohne Bedeutung und ohne Kraft. Sie brachten viele Leute zum Lachen oder Weinen, doch das war nichts im Vergleich zu ihrer ursprünglichen Macht, und ihre Kriegslieder gerieten langsam in Vergessenheit. Darüber waren die Mogris, die Musik über alles liebten, hoch betrübt. Sie fürchteten, die Magie der Poesie könnte endgültig verloren gehen. Um das zu verhindern, sammelten sie die Erinnerungen und Melodien der Baden in sogenannten Badenkristallen, um sie für kommende Generationen zu bewahren. Bevor du meiner Geschichte überdrüssig wirst, sollten wir langsam zum praktischen Teil deiner Ausbildung kommen. Kennst du die Ballade Der hochmütige Narr? Nein? Nein, das ist wirklich eine Bildungslücke. Die Ballade handelt von der Hochlandschlacht, bei der viele Gridanier massakriert wurden. Ich will sie dir zum Besten geben, doch vorher muss ich sicher gehen, dass du in der Lage bist, die darin enthaltenen Lehren zu verstehen. Sonst verschwende ich nur mein Atem. Im Velvet Forest im östlichen Tanaland so ein paar Steinböcke sein Junges verloren haben und nun wild durch die Gegend marodieren. Besiege sie und spüre während des Kampfes das Leid ihres Verlustes. Wenn du sie davon erlöst, wird der Badenkristall eine neue Melodie offenbaren. Gut. Ehe mal ein Blick auf die Uhrzeit. Ich will ja keine schwarzen Pommes haben. Aber witzig, dass es hier immer noch regnet.
Ich brauch gleich was zu essen. Jo. Ah, ich muss doch weiter. Gut. Gehen wir halt noch weiter. Hier muss ich hin. Jo, das meine ich eben. Wunderbar. Glaube nicht, dass ich angegriffen werde, aber ich porte mich trotzdem einmal sogar Finsterwald. Jo, dann gehe ich aber ganz kurz mein Essen holen. Suchen. Also holen noch nicht, aber den Käse auf meine Pommes. Jetzt habe ich nochmal 10 Minuten. Danach müssten die Pommes hoffentlich fertig sein. Hoffe ich. Okay, die Katzen prügeln sich. So. Der Bahnkristall hat dir die Erinnerung an ein weiteres Kriegslied vermittelt, nicht wahr? Das ist ein eindeutiger Beweis für deine schnelle Auffassungsgabe und dein Einfühlungsvermögen. Nur weiter so. Dein Geist ist stark, doch dein Körper kann noch nicht ganz mit ihm mithalten. Wenn du beides in Einklang gebracht hast, wirst du in der Lage sein, die Ballade der Hochmütigen nahe zu verstehen. Bei unserem nächsten Treffen werde ich sie dir vorsingen. Liedbalken erweitert. Singst du die Hymne der Krieger, so erwacht dein Liedbalken zum Leben. Er zeigt dir, wie lange der Effekt deines eben gesungenen Liedes noch anhält, während die Hymne aktiv ist und virtuose durch deine Fähigkeiten ausgelöst wird. Verringert sich das Auto-Attack-Intervall, die Reaktivierungszeit von Waffenfertigkeiten und Magie. Jo.
tödliche Regen. Mit Gegner in seiner Nähe aus. Okay. Unsere Aktivierungstimer mit Adalas. Ja, okay. Ich verstehe. Oh, dieser alles durchdringende Blick. Du hast Körper und Geist in Einklang gebracht. Bist nun bereit für die nächste Lektion. Ich werde dir nun die Ballade der hochmütigen Narr vorsingen. Sie erzählt die Geschichte von einem Waldläufer aus Nofikas Schar, dessen Geschick mit dem Bogen nur noch von seinem Hochmut übertroffen wurde. Er vertraute so sehr auf sein Können als Bogenschütze, dass er glaubte, seine Pflicht vernachlässigen zu können. Doch durch sein Fehlverhalten kam es zu der Tragödie bei der Hochlandschlacht. O stolzer Schütze, stets wacht in finsterer Nacht. Im Schein des Mondes schweifen seine Gedanken umher. Der Sturm des Feindes steht bevor, zum Schlachtfeld hin es dich zieht. Tausende Feinde zu erschießen und alle zu erretten. O törichter Schütze, vergessen ist deine Pflicht. Groß ist die Sünde, da du deinem Schicksal den Rücken kehrst. O stolzer Schütze, der du dem Ruf des Kampfes folgst. Verlassen ist dein Posten und deine Schande groß. Der Feind stürmt aus dem Nebel hervor. Niemand schlägt Alarm. 10.000 Freunde fallen. 10.000 verlieren ihr Leben. O törichter Schütze, deine Sünde ist groß. Die Strafe des Himmels wird dich ereilen, weil wie weit du auch fliehst. Nun, was hast du aus dieser Ballade gelernt? Hat es, halt, sag's mir nicht. Deine Worte interessieren mich nicht, sondern nur deine Taten. Keine Sorge, du wirst schon bald Gelegenheit haben, dich zu beweisen. Ich möchte, dass du mich auf deinen Ausflug Ausflug begleitest. Unser Ziel liegt im Nordwald bei den Ruinen von Galmora. Dort ruhen einige der Opfer der Hochlandschlacht. Ich bitte dich, ihnen einen Strauß Nymea-Lilien als Opfergabe darzubringen. O Altik, Gott der Zeit, lass den Regen von der Erde zurück in den Himmel fallen und offenbare uns die Kämpfe der Vergangenheit. Na Mist, da habe ich mich nicht harmonisiert. Bin da ja vorhin einfach vorbeigeritten. Ah. Töricht, für wahr. Jo. Also dann. Ah, ich kann einmal gucken, ob ich was verkauft habe. PvP könnte ich jetzt halt auch machen. Aber gut. Ist jetzt so. Jetzt kann ich gerade erstmal kein PvP machen. So, einmal neu beauftragen. Wie viel waren's? 'So, das ist ja voll. Jo, wir kicken.
5 Minuten gehen noch, danach muss ich nochmal nach meinem Essen gucken. Sonst habe ich eventuell wirklich schwarze Pommes. Beziehungsweise hoffe ich, dass sie überhaupt was werden. Porte mich jetzt mal nicht. Ich bin jetzt einfach durch. Durch mit uns. Das müsste jetzt die 40er sein. Ah ne, schon 45er. Die erste 45er. Ja, dann komme ich nur noch genau auf 50. Danach können wir den Druiden machen. Da ist die Iterit. Mit dem Druiden werde ich dann noch diese ganzen goldenen Quests endlich nachholen. Also zumindest die in Gridania. Rumspuken. Lass mich raus. Ich komm jetzt. Ja. Hier sollte zwar nichts passieren, hoffe ich. So, dann gucke ich jetzt noch einmal schnell nach meinem Essen. Gleich wieder da. Ich weiß, es ist ein bisschen ätzend, aber wie gesagt, heute muss ich leider mein Essen allein machen. Heute habe ich kein...